Moin Freunde, willkommen bei mir im Garten. Und heute wird etwas auf dem Grill zubereitet, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ich bin der Meinung, dass zumindest habe ich das YouTube durchforstet, es hat noch kein deutscher Grillkanal gemacht. Ich bewege mich da so ein bisschen in der Geschichte und ich habe den Alex, schöne Grüße an dieser Stelle, von Artgerecht und Glücklich, werde ich euch verlinken. Der hat mir sowas organisiert, denn der kommt an so ganz besondere Fleischsorten und Stücke dran. Wir haben hier, ich zeige es euch mal, zwei Stierhoden. Diese werde ich folgendermaßen zubereiten. Ich muss sie gleich erstmal von der Pelle befreien. Das werde ich gleich machen. Und das, was nicht dazu gehört, werde ich wegschneiden. Dann habe ich hier einen Backteig vorbereitet. Dieser Backteig wird einfach mit Wasser oder Bier oder was auch immer angerührt. Den habe ich schon in der Schüssel fertig. Und die Stierhoden werde ich würzen mit der Barbecue for Champions Schwein. Ich werde die Eier jetzt mal aus der Pelle holen und dann hole ich euch wieder dabei. Freunde, ein paar Minuten hat es gedauert. Hier, das war das erste, was ich zerlegt habe oder von der Haut gepellt habe. Und hier, das ist das zweite. Das ging richtig einfach. Ich bin dann mit dem Finger unter die Haut gegangen und habe es quasi ausgepellt. Jetzt machen wir Folgendes. Unser Grill ist vorbereitet. Ich habe ja gesagt, wir wollen diese frittieren. Der Wok kommt gleich drauf, der ist ja ruckzuck da. Was wollen wir denn als nächstes machen? Wir wollen uns sozusagen Nuggets draus machen. Ich muss euch auch sagen, ich habe auch gar keinen. Ich bin sowieso so ein bisschen schmerzfrei. Ich mache ja eigentlich immer Sachen, die nicht jeder macht bei YouTube. Oder auch Essenssachen. Und weckt jetzt auch gar kein Ekelgefühl. Ne? Es ist zwar komisch, ne? Weil es ist nicht alltäglich, aber es ist nicht so, dass ich sage, das ekelt mich jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie Papa das ertragen kann. Alles gut. Wir werden diese gleich noch würzen. Und mehr machen wir dann auch nicht. Also der Teig, der Backteig, der wird auch normalerweise für Kibberling oder Backfisch, also so einen Backteig nutzen wir jetzt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann werden wir das im Wok, Eigenschaft vom Wok, ja, das ist ganz dünnes Metall, das ganz schnell durch ist. Und dazu habe ich eine Soße hier übrigens neu entdeckt für mich, keine Werbung, selber gekauft, Streetfood Soßen, der Hammer, müsst ihr mal probieren, gibt es wahrscheinlich noch nicht überall, ich habe es im Großhandel bekommen, so die Wespen sind auch da, die finden es auch gut, so dann stellen wir das mal hier neben das Brettchen, dann können die Wespen ein bisschen naschen, wir sind eigentlich jetzt schon mit der Vorbereitung fertig, jetzt wird die ganze Geschichte einmal gewürzt, Moment, ich muss mal meine Hände. Es riecht auch nicht. Wenn jemand sich denkt, oh, das muss ja irgendwie muffig riechen oder so. Nein, überhaupt nicht. Die Geschichte ist folgende. Mein Opa hat früher in der Kolchose in Kirgisien hat da auf so einem Schlachthof gearbeitet. Schlachthof, genau. Und wenn da irgendwie ein Bulle geschlachtet wurde, hat er solche, wie er immer gesagt hat, Leckereien mitgenommen. Ihr seht, schön gewürzt, sieht schon wieder ganz anders aus. Und da gibt es echt jede Menge Rezepte von. Glaubt man gar nicht. Und wir leben ja heutzutage da, wir sind wieder da angekommen, wo wir früher schon immer waren. Nose to tail, von Nose to tail, von der Nase bis zum Huf. So, Bock steht drauf. Ich habe zwei Kohlekörbe, Gastrokohle. Die hat ein bisschen mehr Wumms. Bock aufgestellt, das dauert gleich keine Minute und dann ein bisschen Öl schon mal. Ich muss einmal hier durch huschen. Überall. Und dann geben wir gleich ordentlich Öl rein. Und wenn wir gleich zum Panieren und Frittieren, zum Bierteig kommen und zum Braten, dann sehen wir uns wieder.
Stenz vom Teig sollte halt so sein, dass nicht komplett alles durchfließt, aber so ein bisschen, dass sich das zieht. Ich habe jetzt auf 700 Milliliter zwei von diesen Döschen verwendet. Sieht man das? Haben wir ja vorhin schon gezeigt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir geben die da rein. Glitschig. Und einmal kurz abtropfen lassen und ab zum Frittieren. Naja, vorhin als Papa mir das erzählt hat, da wollte ich das eigentlich nicht probieren. Aber jetzt überlege ich es mir so langsam. Guck mal, also der Teig hätte sogar noch einen Ticken dicker sein können, stelle ich gerade fest. Aber ich denke, das wird schon klappen. Nach und nach gebe ich jetzt die Stückchen da rein, quasi die Nuggets. Und ich hoffe, dass wir doch so einen Teigmantel drumherum bekommen. Und ja, zeig mal, wie es da aussieht. Bis die goldgelb sind, wie man das von Nuggets kennt, werden die jetzt frittiert. Denkst du, die werden so richtig wie Chicken McNuggets aussehen? Nein, also aussehen vielleicht schon, aber schmecken, das weiß ich nicht. Da lassen wir uns mal überraschen. Ich habe sie, wie gesagt, bei meinem Opa damals als Kind mal gegessen. Und ich habe keine negativen Erlebnisse gehabt. Und deswegen hat mich das schon immer gereizt, auch mal als Erwachsener zu essen. Und ja, wir machen jetzt erstmal weiter. Warte mal, ich zeig das mal eben, wie es hier aussieht, alles hier eingesaut. Schön drehen. Ja, die bekommen einen schönen Teig. Bis die schön knusprig sind, dann kommen die auf Crepe und dann werden wir probieren. Also Freunde, bis gleich. Warm war's, aber unser Werk ist vollbracht. Hier unten. So sehen sie aus. Beim Ausfrittieren habe ich festgestellt, dass der Teig, der wird schön knusprig. Ne? Sieht schön, wie man so vom Backfisch kennt. Ich hätte vielleicht die Stücke einzeln noch ein bisschen melieren müssen. Ja, Versuch macht klug. Wir werden mal eins nehmen, so ein schönes Stück. Erstmal so ein kleines. Durchschneiden. Also so sieht das fertig frittiert aus. Eigentlich gar nicht so. Ich werde es erstmal pur. Ich werde es erstmal pur. Und ihr werdet wirklich meine ehrliche Meinung dazu hören. Geschmäcker sind zwar immer noch verschieden, selbst ich schimpfe mich immer als, ja, vergessen wir es, ich probiere einfach. Prost! Ich kann mich nicht sagen. Wie schmeckt es denn? Es schmeckt, es hat keinen. Wir müssen einen Vergleich auch finden. Also ähnelt es irgendwie einem Chicken Nugget oder sowas? Mm-mm. Es ähnelt gar nichts. An sich, das, was da in der Mitte ist, im Kern, das hat keiner, das ist nicht wie ein Muskel. Du brauchst, bleib einfach stehen. Wir haben hier, die Wespen attackieren uns hier ohne Ende, wie man unschwer erkennen kann. Ah. David, es passiert nichts. Bleib einfach stehen. Guck mal, ich stehe auch, es passiert nichts. Lass dich einfach fliegen. Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Würze vertragen. Nicht zäh, auch nicht glibberig. Ganz interessanter Geschmack. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ich habe noch zwei von diesen Kollegen. Da machen wir so eine Art Schaschlik draus. In so einem dünnen arabischen Fladenbrot mit einem Salat. Aber hier mit so einem Salsa-Dip, mega. Ihr seht, die gehen rein wie Chips. Ist wirklich kein unangenehmer Geruch, kein unangenehmer Geschmack. Konsistenz, nicht bissfest, aber auch nicht glibberig weich. Mit was kann man das vergleichen? Wer schon mal Dorschleber gegessen hat, bisschen festere Konsistenz. Schmeckt natürlich nicht nach Fisch. Papa, ess doch alles auf, ich möchte auch probieren. Freunde, entweder ihr meldet euch bei dem Alex von Artgerecht und Glücklich, werde ich euch unten verlinken, wer an sowas Interesse hat. Oder ihr durchforstet das Internet, findet ihr auch.
Das war unsere Antwort auf Stierhoden. Wir sind die Ersten, die das verfilmt haben. Ich bedanke mich bei meinem Großen, der mich gefilmt hat. Wenn es ein bisschen wackelig war, dann waren es die Wespen, nicht wir. Freunde, bis zum nächsten Video. Bis dahin.